Hallo Leute, ja, wir sind hier in der nächsten Folge von Simotrans. Wir hatten ja letztes Mal Reusrad und so gesprochen von und Willich und wir wollten von Roßlau aber nach Willich als erstes eine Eisenbahn bauen. Und das werden wir jetzt in dieser Folge machen und dann schauen wir weiter über die Burg, über den Hafen und nach Reusrad dann, ne? Schaut's Logo und dann gehen wir rein. So, dann wollen wir mal loslegen hier mit der Eisenbahn. Na, wir wollen hier das so machen und dann nach hier. Fahren wir hier runter. Fahren wir hier runter. Dann fahren wir so weit wie möglich nach hier. Na, das war es noch nicht. Na, so, und dann da lang. Das war das Ziel jetzt. Und das machen wir. Ach, da kann der Dingens hin. Sag schon, der Lokschuppen hin. Dann passt das schon mal. Depot dahin gebaut. Alles ist gut. Und dann brauchen wir noch einen Bahnhof. Den wir hier verlängern. Und hier auch nochmal hinbauen. Gut, dann haben wir das schon mal. Und dann kann der erste Zug eine Lok. Okay. Wen nehmen wir denn jetzt hier? Den mit. Der fährt 70, okay, das ist ein Postwagen, ne? Ja. Das hier, leerer Postwagen, das heißt, diesen nehmen wir mit zwei. Drei Wagen mit Haltlänge 2 ist richtig. Wir haben einen Fahrplan, den wir jetzt anlegen müssen. Fahrplan zur Linie. Roßlau. Na, warte mal. Billig, ne? Ja. Schuss. Halt den einfügen, halt den einfügen. Und dann machen wir hier Mindestbeladung von 20%. Wartezeit. Das sind Tage, ne? Ja. 15 Tage. Maximal. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal. Stopp, einen zurück. Gut. So, jetzt hat der natürlich den Fahrplan nicht gekriegt, ist klar, aber nicht schlimm, den kriegen wir jetzt nochmal und starten den Zug. Jetzt fährt er da raus. So, und dann ist dieses Gefährt Willich Roßlau über, ne? Zug fährt schon. Hier stehen 27 Passagiere und da stehen 16 Passagiere. Wie viele stehen da? Keine. Ja. So, aber wir wollten ja auch noch weiter, ne? Zug steht hier aber. Hat 18 Passagiere, okay. Kutsche, Ausmuster, ne? Ja, machen wir. Der Zug wartet da. Wir gehen auf Gleise und haben gesagt, wir wollen hier bei der Burg vorbeifahren. Dann überlegten wir noch, den Hafen auch noch mitzunehmen, ne?
So haben wir das. Und dann ist noch die Frage, wie wir die Burg mitnehmen. Ich sehe gerade, hier ist nämlich gerade nicht so toll, ne? Warte mal, den machen wir so. Passt erstmal. Und von hier aus fahren wir dann irgendwo hier so rüber. Dann haben wir das. Dann brauchen wir da Bahnhöfe. Und da auch. Dann ist das erstmal gut. Oh, der ist nicht angeschlossen. Nochmal ein Gleis. So. Dann ist der angeschlossen. Und dann ist die Frage, wie wir das weiter vorgehen. Ah, am besten die Linie bearbeiten, ne? Da, Roslau will ich. Work. Größ. Nehmen wir mal anders. Größrad. Hafen. Kirche. Ja, und dann haben wir noch Rösrath noch, ne? Ich mach das mal mit Rösrath. Schuss. Dann den Fahrplan ändern. Ah, doch machen so, 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 so. Ja, den letzten mal wieder weg. Lass den erstmal so fahren. Aber weil wir hier noch weiter bauen müssten, ne? Gleise noch hin. Machen wir so. So, so. Dann haben wir das auch schon. Dann kann das weg. Dann müssen wir doch hier hin. Hält da an. Hartmar, Roslau, Rathaus, nach Willig, Willig, Burg, Rösrath, Orthodoxe Kirche, Rösrath, Waldhafen, Rösrath, Orthodoxe Kirche, Rösrath, Rathaus. Dann wieder nach hier hin und dann nach dahin. Okay, da fährt er sowieso hin, dann passt das. Mir wartet der Zug da zu lange. Macht da mal nur 10 ein. So, das haben wir durch. Er fährt jetzt tatsächlich dann auch schon. Mit 17 Passagieren. Die Zeit war dann wohl um. Die wollen aber alle zum Rathaus. Und dann haben wir hier hinten natürlich noch Gießen, ne? Aber ob da, nee, das lassen wir hier erst. Da haben wir gesagt, noch nach Halle soll es auch noch gehen, ne? Der Bahnhof müsste hier so lang dann, oder? Gibt es da eine passende Brücke hier? Oder klappt das auch wieder nicht? Oh, das war natürlich super, ne? Kannst du gleich abreißen, weil an der falschen Stelle, ne? Hat gut geklappt. So, das Ganze nochmal. Ein bisschen Geld haben wir da wahrscheinlich jetzt verplempert, ne? So kommt's hin. Und dann kommt der Bahnhof hier hin. Machen wir ein bisschen länger schon mal.
Und wir zweigen wahrscheinlich von da ab nach da. Das macht doch erstmal einen guten Eindruck. Dann können wir auch die Linie nochmal bearbeiten. Wo fährt die jetzt lang? Ach so, okay, du musst den Bogen hier rum machen, ist klar. Gut, 17 Passagiere sind da immer noch. Rösrad. Und Halle. Schuss. Und Fahrplan ist nach Rösrad Rathaus. Einfügen. Oh, kein Bahnhof gebaut. Okay, der kann zu. Einfügen haben wir, halten da an. Und dann wieder nach Reusrad Rathaus, ne? Stopp. Reusrad Rathaus, nach Reusrad. Wald ist der Hafen, ne? Ja. Dann nach Reusrad Rathaus. Ah, Reusrad Wald. Nee, das ist falsch. Hier einfügen. Hier einfügen. Dann Halle, dann Rösrath und dann passt es jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. So, er hat hier auch genug Passagiere da schon mal drin. 38 jetzt. So, und jetzt müssen wir nur gucken, die Kutschen hier rumfahren. Ist hier irgendwo eine gerade unterwegs? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe hier keine. Okay, die hat es nicht geklappt. Rösrad Willig. Brauchen wir nicht mehr. Wenn du alle bist, mustern wir dich aus. Sehenswürdigkeiten Hafen. Mustern wir dich dann auch aus. Ach, ist schon ausgemustert, weil gar keiner drin saß. Auch krass. So, der kann dann irgendwann auch weg. So, Rösrath hat er 21 Passagiere für den Bahnhof hier. Und da stehen 25. Ah, da sind ja schon mal welche, die irgendwo hin wollen. Aber hier steigen einige aus. Aber sind auch schon wieder genug drin. Er ist schon bei leichten Plus vielleicht gleich. Naja, noch nicht ganz. Ne? Wir sind ein bisschen im Minus. So, machen wir gerade schneller. Jetzt fährt er nach Halle. Hat da 17 Passagiere wieder mitgenommen. Hat hier 30. Okay. Ist aber noch im Minus. Hier steht jetzt aber gerade keiner mehr. Mal ein Auge drauf und mach mal schneller gerade. So, jetzt fährt er nicht mehr zum Hafen und so, ne? Hat er da Wald drinne? Rösrad. Ja, hat er drinne. Die fahren natürlich dann alle nach da hinten mit, weil es anders nicht geht. Das ist jetzt nicht die optimale Linie. 31. Der Burg 34. Orthodoxe Kirche ist nichts passiert, aber da fährt er so. Oh, da ist schon von, da ist er schon voll gerade gewesen. 55. Okay, das ist jetzt hier schwierig, weil schon irgendwo welche stehen, ne? Willigburg steht, ist einer liegen geblieben. Stehen geblieben. Okay, im Funkstadt ist irgendwo anders hier unten, ne? Ja. Okay, das heißt aber, wir bleiben erstmal so. Haben wir das erstmal so weit hingekriegt? Wir müssen nachher noch überlegen, ja, da muss, werden wir definitiv irgendwie was mit Zügen machen müssen, ne? Ich schätze mal, wir machen diese Route bis hierhin und dann werden wir die andere Route hier rüber machen.
Hier ist ja auch noch ein Hafen, ne? Genauso wie da ein Hafen ist. Naja. Und jetzt haben wir so die Eisenbahn sogar verbunden hier, ne? Fahren die, brauchen die gar nicht darüber fahren, ne? Oder? Kann das, oder noch, doch, haben wir schon verbunden, ne? Da fährt wahrscheinlich jetzt schon deswegen keiner mehr. Okay, das müssen wir in der nächsten Folge mal angucken. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.